Wunderschönen guten Abend, Werte von der Expertenrunde. Wir machen eine wundervolle Expertenrunde, dieses Mal mit dem Thema Filler-Folgen. Denn zu dem Thema kam es folgendermaßen. Ich habe heute wieder Dragon Ball Super gesehen. Und da ist der letzte Arc zu Ende gegangen, weil Arc ist ja der Akt, habe ich gelernt. Davor dachte ich immer, es wäre die Arc, wegen die Arche quasi. Ich wusste halt auch nie, warum das Arc heißt. Ich habe es so hingenommen, kommt von dem, ne? Wort Akt irgendwie. Aha. Auf jeden Fall, der Arc. Ist nicht eine Staffel dann eigentlich? Ja, aber du musst cool und fancy klingen, Wollo. Ach so. Eine Staffel ist sowieso erstmal eine Season, okay? Ah ja, okay. Okay, Season. Auf jeden Fall. Der Arc ging zu Ende. Das bedeutet, was als nächstes kommen, sind die geilen Filler-Folgen. Da war eine Folge, wo sie 20 Minuten lang, also Goku hat Shenlong gerufen und er hat gesagt, oh hey, damit werde ich Meister Kai und so mal wieder beleben, nachdem der von Cell in die Luft gejagt wurde. Und ich habe keine Ahnung von Dragon Ball Super übrigens, einmal ganz kurz so nebenbei nochmal gesagt. Das ist, ja, darum es geht auch im Grunde nicht um Dragon Ball Super. Okay. Ich will nur kurz um den Kontext Filler erklären, warum generell. Es sich wütend gemacht hat. Wo es mich dazu veranlasst hat, dass wir es als Thema machen. Okay. So, und dann hat Goku die Dragon Balls gesammelt, hat er Shenlong gerufen. Dann standen sie 20 Minuten vor Shenlong und haben sich gestritten, wer einen Wunsch erfüllt bekommt. Dann kam auf einmal Gohan und er so, oh hey, meine Tochter ist krank und weil sie ein Saiyajin ist, wirkt normale Medizin nicht. Können wir die gesund machen? Okay, machen wir sie gesund. Danach haben sie noch 10 Minuten gestritten, wer den Wunsch bekommt. Ich glaube, keiner bekam den Wunsch. Und dann war die Folge zu Ende. Okay. Das hat mich sehr wütend gemacht. Von der Folge, ich hab's auch in der Holfer geschrieben. Ich hab's wohl nur gesagt. Als ich es angeschaut habe, die ganze Zeit, das macht mich wütend. Es hat mich sehr wütend gemacht. Deswegen denke ich mir, es pisst mich an. Ich hasse sowas. Ja, so Filler-Folgen haben mich ja zum Beispiel auch komplett. Ich hatte ja früher als Kind viel zu viel Freizeit und viel zu wenig gespielt. Ich hatte früher viele Serien gesehen auf Pokito. Kennt man ja, Pokito. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und, das ist wie Togo. Ja, ja, Pokito war aber damals ein Shit. Halt die Fresse. Bist du zu Hause angekommen? Hose vom Leib gerissen, Jogginghose an, Chipstüte, Pokito. Dann habe ich dann sowas wie Inuyasha und dann auch One Piece geguckt, so teilweise und so Filler-Folgen. Gerade bei One Piece, die Filler-Folgen, haben mich so von der Serie weggetragen. Das war der Wahnsinn. Das war einem aber damals gar nicht klar. Nee, aber damals. Dass es Filler-Folgen sind. Doch, damals hat mir so. Oh. Na, es war eben nicht klar. Man nein, dachte, halt mir war das nie. Zugehört. Ist aber arschlangweilig. Dachte ich halt auch. Ich dachte halt, okay, ist langweilig. Na, also, hab ich mir das. Ich glaube, damals habe ich mir das überhaupt nicht gedacht. Ich fand alles geil. Alles gefallen. Sowas fand ich schon geil. Sowas fand ich schon immer langsam. Wenn sie was über die Charaktere erzählt haben, dachte ich mir so, oh nee, jetzt kämpft doch. Geht mir noch nicht weiter am Bissen. Ja, das war eine Sache, die man akzeptiert hat als ein Teil, das dazugehört. Genauso wie wenn sie, wie dass sie regelmäßig Ansprachen drüber halten, wie wichtig Freundschaft ist. Gut, denkt ist man okay. Sich, ja gut, ist nicht mein Lieblingsteil, aber es gehört nimmt dazu. Nimmt halt meine ganze Argumentation und zerfickt sie doch. Ist doch okay, hab ich verstanden. Was? Ist okay. Nimmt halt meine ganze Argumentation und zerfickt sie. Du wusstest also damals, was Filler sind. Nein. Als ob! Ja, also, was ist dann deine Argumentation? Meine Argumentation ist, dass ich... Ich hab guck halt nicht so viel, das ist das Einzige, was ich dir davon erzählen können, okay? Könntest auch eine Arc-Scheiße gefunden haben. Wer weiß das schon? Ah. Eine richtige Main-Arc-Scheiße gefunden haben. Wer weiß Arc. Das? Was ist eine Arc? Der Arc, Entschuldigung. Was ist ein Arc? Zum einen ist es ein Survival-Spiel in der Early Access-Phase, das ihr auf Steam kaufen könnt. Da geht's es mit Dinos. Und das zum besitze anderen ich sogar, hab's noch nie gespielt. Ich hab's gespielt, ist ein anderes Spiel. Und zum anderen sind's die, Gott, wie soll ich sagen, die verschiedenen Staffeln quasi davon. Dragon Ball, kennst du die? Sagen wir bei Pokémon Arcs. Es gibt Kanto Arc, dann die Orange Islands, dann ach Johto so. Und so weiter. Ja, es war nach Hoenn. Das fand ich scheiße, nach der Höhenregion. Hoenn. Hoenn. Und die beiden wollten One-on-One in Omega Rubin machen. Hätte den gesagt, willkommen in der Hoenn-Region. Das wäre shit. One-on-One. Wir spielen Pokémon. Wir spielen Pokémon in der Hoenn-Region. Omega Rubin. Also was, ich will mal ganz kurz was zum Thema Filler sagen, was mich halt immer aufregt, ne? Zum einen wird mich aufregen, dass jetzt schon 5000 Leute in den Kommentaren geschrieben haben, dass Filler sind nötig, bla bla bla. Ding wissen wir, ist okay. Und zum anderen, was ich immer richtig gehasst habe, und also eigentlich habe ich Filler nur in Naruto miterlebt, weil in allen anderen Serien habe ich mich dann schon vorher halt nachgeguckt, ne, was ist ein Filler, was ist Main, was muss ich gucken, was nicht. Und die dann gezielt weggelassen. Bei Naruto war es dann aber jedes Mal so, dass
Naruto dann in diesen Fillern gegen irgendwelche Typen kämpfen. Das hat Fully mir auch erzählt. Fully und hat sie auch kämpfen mit in Klammern. Ne? Sagen wir mal kämpfen in Klammern, weil das waren immer voll die Noobs. Ja, gegen so eine Fotze kann nichts dagegen machen, oder? Genau, hat nichts drauf. Und Naruto verkackt dann in einer Tour oder macht nichts und lässt die einfach so gewähren. Obwohl das die reinste lächerliche Scheiße für ihn gewesen wäre. Er hätte mit kleinen Fingern mal eben wegdrücken können. Nein. Da machen wir 30 Folgen draus. Geil. Lass mal 30 Folgen daraus machen. Ich wie wir da mit dem rumhantieren. Schon das immer war übrigens auch die Hälfte von Dragon Ball GT. Ja. Und das ist. Sowas ist nicht zu ertragen, finde ich. Ich halte das nicht aus. Das ist also. Da kann man ja auch keine Lust mehr haben, das weiterzugucken. Ich habe tatsächlich nicht allzu viel Erfahrung mit Fillern, weil seit ich weiß, was Filler sind, ist Dragon Ball Super ungefähr der einzige Anime, den ich gesehen habe seitdem. Und ja, da habe ich aber hier habe ich dann auch voll bewusst die Filler auch mal miterlebt. Wo ich gesehen habe, okay, das ist einer. Und dann dachte ich mir, das ist scheiße, was soll das? Macht mich wütend. Das hat mich sehr sauer gemacht, vor allem heute, Das akzeptiere ich nicht, diese Fuck-Folge. Und das ist nicht mal das. Und das ist ja nicht mal das erste Video, das ich heute aufnehme, wo ich über die Folge schimpfe. Das ist das Traurige daran. Er ist richtig sauer, Leute. Er ist ja, richtig ist sauer. Ich bin richtig sauer richtig deswegen. Wahnsinnig. Ich gucke halt viel zu wenig für sowas. Jetzt ist es wieder so, dass wir halt eiskalt irgendwie. Also Minimum 5 Wochen warten müssen, bis da wieder was Richtiges passiert. Es ist ja auch dieses Schlimme, dass wirklich nur jede Woche kommt eine Folge. Die geht nicht mal 20 Minuten. So. Und wenn dann einfach, wie bei Naruto, dann einfach mal 20 Wochen am Stück so ein Filler durchläuft. Das hältst du nicht aus. Da denkst du, oh, ich will nicht mehr Mama. Mach, dass es aufhört. Oh Mann. Aber Mama kann nichts machen. Und nicht mal Mama kann was machen. Oder über die Lautsprecher das gehört und bringt ihm jetzt erstmal ein paar belegte Brötchen rein. Die ist gerade angekommen. Das hätte mir den Tag vielleicht nur versüßt, den Sonntag, den versauten Sonntag. Aber weißt du was? Meine Mama hat mir keine Brötchen reingebracht. Meine auch nicht. Deswegen, nichts hat geholfen. Und ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Trigi, was hast du für spaßige Filler-Erfahrungen? Nicht viel, ich guck so wenig. Doch, hat Wrestling denn auch Filler? Ja, da wollte ich gerade am Anfang. Da gibt's Filler, wirklich? Ja, doch, es ist so. Weil dann haben sie manchmal so Probleme, dass vielleicht Leute gerade ausfallen oder sie können nicht wegen Familienproblemen und sowas alles, ne? Und dann sagen wir also, so, man sich da frei nehmen kann, wenn man Familienprobleme hat. Oh, aber meine Tochter ist krank, ich kann jetzt nicht zur Arbeit kommen. Pass auf. Es ist ja so. Die ganzen Storys in den Shows, ne? Bauen ja so gesehen immer aufeinander auf und enden ja dann quasi immer alle paar Pay-Per-Views, also alle großen Events. So, es gibt aber auch manche Folgen, wo du dann halt denkst, schon wieder so ein Tag-Team-Match. Ja, wie immer. Es gibt, also beim Wrestling gibt es das auch. Es gibt tatsächlich so Füllerkämpfe. So, okay, scheiße, wir haben nichts zu tun. Wir müssen die Story aber noch ein bisschen ankurbeln. Wir haben aber nichts reinzuwerfen. Weißt du was, wir packen die einfach zusammen in ein Team und dann gibt es nachher Streit und ja, machen wir das so. Das gibt Filler bei Wrestling. Es gibt Filler bei Wrestling. Weil sie halt die Zeit überbrücken müssen bis zur nächsten großen Show, weil dann die Story denn, ne? Wo die denn endlich gegeneinander kämpfen. Ich denke, das ist die Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte. Das ist meine Überraschung des Tages. Dass es beim Wrestling Filler gibt? Ja. Verdammte Scheiße. Ja, ja, ja. Fucking Wrestling. Ja. Und Wollt, hast du noch spannende Erfahrungen? Leider nein. Shit, das bedeutet, diese Expertenrunde 99 wird wohl oder übel eine sehr, sehr kurze. Ist ja auch nur ein Filler gewesen. Weißt du noch, weißt du noch, dass wir früher eigentlich immer die so kurz halten wollten? Ja, wir wollten sie auch immer täglich bringen. Ja, und wir wollten auch über die Gaming-News reden. Genau, und wir wollten die auch so halten, dass wir nur wirklich strikt über das Thema reden und nicht abschweifen. Ja. Das war auch mal so ein Gedanke. Viel geändert. Ja. Wir haben damals welche weggeworfen, weil wir zu sehr abgeschweift sind. Mhm. Echt? Ja. Beginn. Da waren wir noch professionell. Heutzutage, ne? Aufnehmen, reinkacken. ist genau das Gegenteil von dem geworden, was wir eigentlich ursprünglich machen wollten. Alter, wisst ihr was? Ey, ich sag's jetzt einfach, es war nicht der eigentliche Plan, aber ich sag's jetzt einfach. Folge 100, nächstes Mal reden wir darüber. Oh. Wir reden über die Expertenrunde an sich. Da wird Jubiläum. Wenn nicht, haben wir noch ein Backup-Thema.
Wir reden einfach über beides. Das ist Folge 100. Komm, YOLO. Alter, da gönnen wir uns richtig. Okay. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, bis zum großen Jubiläum. Wünsche uns Glück. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.